Kinder. Schluss mit Raub der Kindheit durch Frühsexualisierung! 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 Ja, da kann ja deine Tante von dieser Selbsthilfegruppe ja wieder mal sagen, wer diesen Herrn Schreiber kennt, dem kannst du nicht erwarten. Ja. Da habe ich ja jetzt wieder einen Eindruck hinterlassen. Soll ich das Schiff noch mal eben rumdrehen? Ich habe noch nicht genug gefilmt, ich muss gleich noch mal von drüben, aber kannst du machen. Ich weiß nicht, ob der da oben stehen darf, aber solange jetzt keiner was sagt, lasse ich ihn mal da stehen. Gefahren wirst, Junge. Ja. Wenn, dann sag ich, du hast mich geschubst. Das fällt mir mal ein. Normalerweise, ich kann das ja jetzt nicht für immer sagen, aber normalerweise kommt so gegen zwischen 4:15 und 1 Uhr kommt der Präsident vom Landgericht mit den Kindern, mit seinem Kindergarten vorbei. Das sind Studenten und Studentinnen von der Uni Bochum oder Dortmund, das weiß ich nicht. Die gehen zum Essen. Und da müssen wir eigentlich so lange warten. Ne? Ja, eigentlich ja. Aber ich weiß auch nicht, ob die heute kommen. Das könnte natürlich auch sein, dass sie nicht rauchen. Bei so vielen Leuten. Nein, das haben die keine Probleme mit.
Die gucken einmal doch nicht vorbei. Die können das. Sexualerziehungszwang ist Diskriminierung der Eltern. 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 Da unten liegt noch ein Luftballon. Da bist du am Ding. Hast du schon mal gecheckt? Ja. Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast. Ja. Gehört nicht in den Knast. Okay. Ich würde auch noch mal, wie gesagt, was ich vorhin mal gesagt habe, ihr könnt uns verhaften, aber nicht beugen. Würde ich auch mal. Also das können wir als zweites dann sofort hinterher. Ja, genau. Super, super. Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast! Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast! Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast! Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast! Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast! Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast! Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast. Mutter von acht Kindern gehört nicht in den Knast. Ihr könnt uns verhaften, aber nicht beugen. 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 Ihr könnt euch verhaften. Ihr könnt euch ruhig verhaften. Nein zu Sexzwang! 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 So was kann man von der Decke, so ein Feld ist das. Kann man das langziehen? Ja. Viel Spaß noch. Und schickt denen noch einen schönen Gruß von mir. Der Schreiber war wieder da. Ja. Kannst du dich nur an unsere erste Aktion erinnern? Da hast du dann Vorsicht. Transporter oder so gehabt. Vorsicht.